Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 11. Tag des Heilfastens. Der 11. Tag heißt eigentlich Fastenbrechen. Ja, für die einen oder den anderen ist heute dieser Tag. Wir sind, wie gesagt, am 11. Tag und 10 Tage sind so grundsätzlich vorgesehen. Und in diesen 10 Tagen sollte einfach alles ja, bis hierhin schon gut aufgearbeitet sein. Aber gibt es manchmal auch, und das ist jetzt bei mir zum Beispiel auch so, dass ich merke, ich brauche noch ein paar Tage. Ich brauche noch ein paar Tage, wo ich merke, es ist gut, wenn du noch komm, mach noch einen, zwei, drei Tage, spüre das, dass das gut ist und wichtig noch ist, noch weiterzugehen. Das heißt, für mich ist heute kein Fastenbrechen, ja. Und für alle anderen ist heute ein wundervoller Tag, ein schöner Tag, ein Tag mit sehr viel Selbstliebe auch grundsätzlich und auch mit sehr viel Achtsamkeit, mit Riechen und Schmecken und mit der Fruchtmagie. Das ist die Fruchtmagie. Jetzt kommt sie wieder daher, gell? Das ist der Apfel. Ein Apfel. Was ist der Apfel? Er kommt schon, sie schreiben ihn schon in der Bibel rein. Der Apfel ist eine magische Frucht, die jeder zu sich nehmen kann. Ja, in allen Variationen, ob gedünstet, ob im Strudel, ob als Küchlein, ob getrocknet, in Apfelringen, einfach frisch vom Baum abgelagert, wie auch immer. Ja, also der Apfel ist sehr vielseitig. Er kann helfen, auch Marmelade zu machen, weil er Pektin enthält. Ja. Er ist sehr vielseitig. Natürlich auch zum Teil schon überzüchtet und ihr wisst, was ich meine, aber da will ich nicht hin. Der Apfel enthält auch diese 5 Herzkammern, ja, das Pentagramm, ein ursprüngliches Symbol. Ja. Das Pentagramm ist ein ursprüngliches Symbol, wird immer wieder für andere Dinge auch missbraucht und verwendet. Ja, also seid euch da nicht so, dass das, ja, also denkt nicht so kompliziert. Schaut es einfach in die Natur. Die Natur gibt es uns vor. Ich bin immer manchmal sehr traurig. Ich weiß auch jetzt warum. Die Menschen sind so abgeschnitten von der Natur, sind von diesem Ursprünglichen so, wie alles ist und sein kann und unsere Verbindung ist, unser Ursprung ist abgetrennt. Und immer mehr und auch in allen ja, in den Religionen werden Menschen abgespalten von dem Göttlichen in sich. Sie sprechen zum Beispiel von Gott, als wenn er nicht hier wäre. Aber das Göttliche ist in uns, in jedem, ja. Und auch in Dingen wie, ach, was weiß ich, es sind ja so viele Religionen, die eigentlich abspalten, die verbinden zwar die Menschen und den Glauben, aber es ist eine Trennung, ja, es findet ständig der Trennung statt, statt sich zu verbinden, wirklich zu vereinen in sich und nicht von einem Wesen, das irgendwo ist, sondern das in uns ist, das da ist, ja. Also so abgespalten. Und so sehe ich auch dieses Abspalten von der Natur, von dem, was uns ernährt, was uns lebendig hält, was uns gesund erhält, so abgespalten ist. Ja. Und gerade in der Fastenzeit wird es uns sehr, sehr bewusst oder mir vor allem, aber auch festgestellt, auch jetzt in der Gruppe. Es geht schon an dieses Ursprüngliche wieder dran, ja, an uns zu spüren, an dieses
fühlen und spüren, wer wir sind, auch den Körper zu spüren, unsere Gedanken zu fühlen, und uns wahrzunehmen, ja, so wie wir sind, ja. Und nach 10 Tagen ist viel passiert, ja. Dafür passiert wirklich viel. Und ich bin heute, wie gesagt, an dem Tag, wo ich sage, ja, ich werde auf jeden Fall weitermachen, jetzt mit dem Saftfasten, weil ich es einfach fühle, dass es das braucht. Es ist noch was da, was noch gelöst werden möchte. Und so lange, bis ich jetzt ist es soweit, Gefühl habe, diesen Gedanken habe, werde ich weitermachen. Und wie gesagt, alle anderen haben heute begonnen, diese tolle Frucht zu essen. Neubeginn, Fruchtbarkeit. Der Apfel steht für all das, ja. Für Herzensangelegenheiten, für Liebe, für, ja, wie gesagt, für Neubeginn. Und da passt dieser Apfel hervorragend als die allererste Speise, festere Speise nach diesen 10 Tagen. Es wird ein Ritual sein. Also ich mache immer ein Ritual daraus. Was die anderen machen, das weiß ich nicht. Aber ich mache ein Ritual daraus, weil es was für mich so unfassbar Schönes ist. Ja, nein, es ist fassbar. Es ist sehr, sehr schön und aber fast nicht erklärbar, weil ich setze mich da schon hin und es ist ein gedünsteter Apfel, ja, so leicht angedünstet, dass er auf jeden Fall weich ist. Er soll jetzt nicht zerfallen in Apfelmus, aber auf jeden Fall weicher sein und warm, ja, körperwarm und den dann mit Messer und Gabel auf den Teller schön drapiert und dann gegessen. Ja. Und zwar mit allen Sinnen. Das heißt, ich setze mich hin und rieche zuerst dran, weil der riecht, oh, toll, der riecht so gut. Und vor allem, weil jetzt der Riechsinn wieder so fein ist, so klar ist, ja. Der Geschmackssinn ganz, ganz, ja, intensiv. Alles schmeckt, alles. Alles, was da drinnen ist, in diesem Apfel, alles, was in einem Tee drinnen ist, alles, du schmeckst alles. Und das ist, es ist schön. Und jede weitere Speise ist dann wie ein Ritual, das man zu sich nimmt, ja, und achtsamer. Man ist so viel achtsamer, was man zu sich nimmt, grundsätzlich. Und es werden Geschmäcker hochgefahren, die. Ja, wie soll ich das sagen? Man spürt einfach auch, was Essen mit einem macht. So ist es am besten erklärt. Man spürt, was Essen mit einem macht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, genau. So, und dass man sich wirklich darauf besinnt, was man zu sich nimmt. Ja, bewusster, viel bewusster noch isst. Ja, mit jedem kleinen Kräuterlein und mit jedem Salz streuen und mit jedem Pfeffer streuen wird man sich bewusst, was man zu sich nimmt. Und wie gut manches wirklich schmeckt und wie eklig manches wirklich schmeckt. Und wie süß manche Dinge sind und wie sauer manche Dinge sind, ja. Da schmeckt man einfach, was überwürzt ist auch und in diesen Geschichten, wo es darum geht, Fertigprodukte auch zu sich zu nehmen. Ja, das muss nicht sein mehr. Genau. Ja, Heilfasten-Update, die vierte. Wir werden schauen, ob ich nochmal das weiterhin so beibehalte. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis dahin eine gute Zeit.